Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Pönisch. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch von Moni Port vorstellen. Ein neuer Freund, Monsterchen unterwegs mit Specki. Es ist 2015 im Leipziger Klett Kinderbuchverlag erschienen. Umfasst 24 Seiten und kostet 11,95 Euro und ist für Kinder ab 2 Jahre. Wird es empfohlen. Hier hinten sehen wir die Rückseite. Und so ist die Dicke des Buches. Es hat ein recht breites Format, also man kann es hier schon erkennen. Um was geht es in diesem Buch? Monsterchen ist eine Erfindung, eine Kinderbuchfigur von Moni Port. Also es gibt schon 2, 3 andere Bücher über Monsterchen. Und eines Nachts hört er unbekannte Geräusche in dem Kinderzimmer. Wir blättern mal hinein. Wir sehen, hier ist es total finster, die 2 Augen, ratter, 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 ratter. Und Monsterchen fragt die Mama, was denn das ist. Und sie sagt, sie weiß es nicht und er soll jetzt schlafen und er will es aber gerne wissen. Und dann sagt sie, naja, kannst du eben gucken gehen, mach leiser und sei vorsichtig und nicht aus dem Zimmer gehen und kein Licht anmachen. Und also gibt es solche typischen Elternanweisung und Monsterchen macht sich auf den Weg und lernt Specki den Hamster kennen und gemeinsam, sie freuen sich ganz schnell an, gemeinsam gehen sie natürlich doch aus dem Zimmer heraus, machen doch das Licht an und entdecken den Flur und machen dort ganz viel Blödsinn und Unfug. Das Ende verrate ich jetzt nicht, denn das ist sehr überraschend und lustig und witzig. Insgesamt sieht man schon in dem Buch, dass es sich, dass Moni Port so, also eine Geschichte über Freundschaft und Blödsinn machen und auch ein bisschen so über Mut, also Monsterchen geht los und über Neugier hier geschrieben hat und dass sie das Ganze wie so ein Comic aufbaut, also hier mit diesen Sprechblasen, das kennt man eben aus dem Comic. Es profitiert von den starken, aussagekräftigen Bildern. Also alle Gegenstände und Figuren sind hier mit so einem schwarzen Rand umsehen. Kräftige Farben, flächige Gegenstände und Figuren, aber dennoch gibt es so eine Art Tiefenschärfe. Es wird nicht so viel an Details ausgearbeitet, aber so, dass man es eben erkennen kann, dass es sich um Hamsterkäfig handelt hier zum Beispiel. Und davon profitiert das Buch. Also das macht es aus. Es ist eben, und die Geschichte ist eben ein bisschen frech und witzig und humorvoll. Es ist jetzt keine sanfte Geschichte für die Kleinen, sondern sie bietet viele Anknüpfungspunkte, die Kinder aus dem Alltag kennen und also zum Beispiel hier diese Ermahnung von den Eltern und diese Neugier und das einmal mal auszuprobieren, was die Eltern sagen, mach das nicht. Das sind eben so Sachen, die die Kinder kennen und damit sich auch identifizieren können. Hier sieht man, wie die 2 zum Beispiel rausschleichen. Der Umfang ist prima, also nicht zu lang, passt sehr gut. Gut, das Format ist etwas breiter, aber es ist noch völlig in Ordnung und es ist eine wirklich wunderbare Bilderbuchgeschichte. Sehr gut für die Kinder geeignet. Ab 2 Jahre empfehle ich mit 5 von 5 Sternen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Pappbilderbuch oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video. Wie immer, in der Infobox ist der Link auf die ausführliche Rezension auf meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.com verlinkt und alle Informationen zu dem Buch finden Sie auch in der Infobox. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.